Ja, morgen Leute. Heute haben wir mal was ganz Spezielles vor. Der Otto ist zusammen mit der Luzi und dem IONIQ 5N aus Österreich gekommen. Wir fahren heute zum Nürburgring und wollen uns mal den Verbrauch der beiden Autos anschauen unter unterschiedlichen Bedingungen. Der Otto fährt auf der Hinfahrt selbst ohne Assistenten. Ich fahre mit Assistenten. Wir fahren da gemeinsam und schauen mal, wie viel die Assistenten an Strom ungefähr mehr verbrauchen, weil da haben wir den Verdacht, dass das sich durchaus auswirkt. Und auf der Rückfahrt wird dann der Otto relativ flott fahren, so mit 170, 180, und ich werde mit 130 fahren. Und da schauen wir uns dann mal an, wie hoch der Expresszuschlag beim Hyundai IONIQ 5N ist. Die Autos seht ihr hier hinter mir. Das sind natürlich zwei absolute Hochleistungs-Elektro-SUVs mit über 600 PS. Also Sparwunder brauchen wir uns nicht zu erhoffen. Otto, du hast den Verdacht, dass die Assistenten bei den Autos einen Mehrverbrauch auslösen. Was glaubst du, werden wir da heute wirklich was merken? Weiß nicht, auf dieser Distanz, wo wir jetzt fahren, auf diesen 250 oder 270 Kilometer, glaube ich, sind es 256 oder sowas. Mal schauen. Also, ich kenne es vom Kona. Beim Kona kann ich definitiv sagen, da ist ein Unterschied. Da weiß ich es noch nicht wirklich. Okay, also das probier mal aus. Du fährst also ohne Assistenten jetzt hinzus. Ich fahre mit Assistenten und wir fahren zusammen als Team praktisch. Und auf der Rückfahrt haben wir jetzt vor, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu fahren. Was glaubst du, wie hoch wird der Expresszuschlag sein, wenn du wirklich flott fahren kannst, so mit 170, 180? 5, 6 Kilowattstunden Minimum. 5, 6 Kilowattstunden glaubst du. Minimum. Okay. Wir laden jetzt beide Fahrzeuge auf 90% initial auf, fahren direkt zu einer Ionity-Station nahe Nürburg und werden dort die Autos wieder auf 90% aufladen, damit wir dann den Verbrauch laut Ladesäule auch haben. Zahlung akzeptiert. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Es rappelt und es sollte anfangen zu laden. Wir haben jetzt 57%, wie gesagt, auf 90% wird aufgeladen und das gleiche machen wir jetzt auch beim Auto. So, und jetzt bei dem Grauen, und ich muss wirklich sagen, die Farbe gefällt mir besser als das Himmelblau. Machen wir ab. Mein Ladeassistent steckt ein. Da ist er. So, mal schauen, wo wir da sind. Und das Auto hat, glaube ich, sogar Plug and Charge aktiviert. Oder wie? Auto Charge, Plug and Charge, Plug and Charge. Hier müssen wir jetzt schnell stoppen, weil der ist schon bei 89% Zahlung akzeptiert. So, hier seht ihr das jetzt. Wir sind bei 89%. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch wirklich bei 90% stoppt. Jetzt waren 90 kurz zu sehen, also es müsste geklappt haben. Der hat schneller reagiert, als ich das könnte. Wunderbar. Und Otto, auf was stellen wir die Klima ein? Weil das möchte ich auch identisch haben. Ja, ich habe 23 Grad. Okay, 23 Grad Automatik auf der niedrigsten Stufe. Ja, Sitzlüftung, alles mit ein. Nein, Automatik, alle drei Punkte Okay. und einfach 23 Grad mit kombiniert mit der Sitzlüftung. Das kannst du einstellen in den Menüs Okay, drinnen. das stellen wir bei mir auch ein und dann hoffen wir, dass die Verbrauchsunterschiede rausgearbeitet werden. 89% sind erreicht. Wir wollen jetzt genau bei 90% stoppen und dann legen wir nämlich direkt auch schon los. 90, stopp. Wunderbar, haben wir das. Einmal abziehen und dann geht's hier los. Die wilde Hatz. Okay, Leute, dann legen wir los. Mal sehen, ob wir überhaupt einen Unterschied rausfahren können oder ob das keinen Unterschied macht. So, 130. Der Hyundai Ioniq 5N, ein wahres Geschoss. Bringt die Straßen zum Und jetzt kommen wir auf einmal mit. Oder ist er anders gefahren? Bin ich falsch gefahren? Ja, ich bin falsch gefahren, ich Idiot. Der Auto ist nicht mehr hinter mir, ne? Doch, er ist noch hinter mir. Oh, er ist noch da. Gott sei Dank. Supersportwagen, die sind endgültig raus. Denn Hyundai bringt Power direkt ins Haus. Mit Speed und Style, das ist Es sind sogar Plätze frei, das ist doch schön. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. In 100 Metern rechts abbiegen, dann erreichen Sie Ihren Wegpunkt. Okay, Leute, wir sind angekommen. 24,2 Kilowattstunden laut Bordcomputer, 251 Kilometer. Weil ich mich verfahren habe, hatten wir jetzt auch noch ein Stück Landstraße mit dabei. Der Otto ist mir Gott sei Dank hinterher gefahren, obwohl er wusste, wo es richtig ist. Und jetzt schauen wir mal, was sein Bordcomputer anzeigt. So, und hier haben wir jetzt den Bordcomputer vom Otto. Der hat 250,1 Kilometer und 24,3 Kilowattstunden. Da haben wir die Werte schon mal. Und jetzt werden wir beide bis 90% aufladen und dann wissen wir auch, was die Ladesäule sagt. Man muss dazu sagen, er hat am Anfang eine kurze Zeit, so 15 Minuten geheizt. Und das kann sich natürlich ausgewirkt haben, ne? Das gucken wir uns jetzt mal an. Akkustand haben wir übrigens 18% beim Otto.
Und wer hätte es gedacht, 18% bei mir. Also so wie es aussieht, haben wir ziemlich das gleiche verbraucht. Die Assistenten dürften so gut wie nichts ausmachen im Vergleich zum menschlichen Fahrer. Jetzt laden wir bis 90% auf. Okay, Otto, dann schließ bitte mal deinen Schlitten an. Sehen, wie lange jetzt wieder der Handshake dauert. Das Backend von Ionity scheint im Moment wieder irgendwie ein Problem zu haben. Boah, der Handshake dauert ewig, Leute. Jetzt geht's los. 18% seht ihr auch. Ladeleistung gucken wir uns gleich an. Jetzt schließe ich erstmal meinen an. So, der Otto steckt auch bei mir an. Er hat gesagt, er will die Ladung bezahlen. So, ja, kleiner Scherz. Hier müssen wir es mit der Karte machen. Aber guck mal, hier haben sie auch einen Kartenleser davor. Bei der anderen da nicht. Und hier haben sie einen davor. Das ist ja cool. Dieser Kasten hier ist nicht an den anderen Säulen dran. Hier haben sie nachgerüstet zur Zahlung per Visa-Card. Hier haben sie auch welche. Also erstaunlich. Die sind nur angeklebt. Die kannst du nicht. Meinst du, die sind abgefallen? Ja, ich weiß, dass die nur angeklebt sind. Die kannst du einfach, wenn du da einer anziehst, kann er das mitnehmen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, auch bei mir geht's los. 18%. Bin gespannt, was dann bei 90 wirklich dasteht. Ja, so muss das aussehen. 242 kW geht vielleicht sogar auch noch ein bisschen höher. Ne? 260 schafft er auf jeden Fall. So, wir sind bei mir bei 88%, haben 65 Kilowattstunden bisher reingeladen. Hier sind wir auch bei 88% und haben 67 Kilowattstunden reingeladen. Also, gleich kommt das Ergebnis. Wir haben hier natürlich jetzt keine Nachkommastellen. Das können wir leider nicht anbieten. Man kann vielleicht nochmal in der Hyundai-App nachgucken. In der App. Ah, der Otto sagt, er sitzt an der App. 38 kW. 68 Kilowattstunden, da wird sich wahrscheinlich auch nichts mehr ändern jetzt. Zumindest in der Anzeige nicht. 68 Kilowattstunden immer noch. 90, 68 Kilowattstunden hat gestoppt. So, jetzt hier rüber. Dankeschön, Otto. Der Otto hat auch noch mitgefilmt. Wir stoppen hier händisch, weil ich da nicht die Begrenzung eingeschaltet habe. 67 Kilowattstunden noch im Moment. Ich glaube, das wird eine Punktlandung. Das wird ziemlich das Gleiche sein. Stopp, 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 stopp. Also hier ein bisschen weniger im Moment. Wenn er denn stoppt. Er stoppt. Doch, jetzt hat er gestoppt. Also ihr seht das, 67 Kilowattstunden beim Autostand 68. Wir werden aber auch in der App gucken. Da müsste das eigentlich ausstehen. Das werde ich hier dann natürlich entsprechend einblenden und in der Auswertung berücksichtigen. So, wir können abstecken, Otto. Einmal zu. Okay, weiter geht's. So Leute, jetzt geht's also wieder zurück. Wir werden es diesmal so machen. Der Otto fährt so schnell, wie es sinnvoll ist. Eine 170, 180, wo frei ist. Es wird jetzt nicht geballert oder so, sondern flott im Verkehr mitgeflossen. Ich werde maximal 130 fahren. Wir werden dann sehen, wie hoch der zeitliche Unterschied tatsächlich in Eichenzell dann am Rhönhof ist. Wir werden uns anschauen, wie hoch ist der Mehrverbrauch vom Otto, weil da können wir jetzt davon ausgehen, da wird der Verbrauch höher sein. Wir laden jetzt auch nur noch auf 80%, weil dann sollte ich so ungefähr mit 10% in Fulda ankommen. Und der Otto muss auf jeden Fall einmal zwischenladen. So, wir laden auf 80%. Stopp, 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 stopp. Hat angehalten, also ich habe schon gehört, dass er geklackt hat. Na komm. Jawohl, also er zeigt zwar noch an, dass er lädt, aber wir haben abgesteckt, Charging ist stopped, da oben sagt das auch. Okay, und jetzt noch zum Otto. Sobald 79 angezeigt hat, macht der Schlag Schluss. Das macht nicht jedes Auto. Der Ioniq 5 macht es auf jeden Fall, sagt der Otto. 80% hat sofort angehalten, perfekt. Wir stecken ab und Klappe zu. Wunderbar. Wir werden jetzt noch schnell was essen und dann geht's auf die Heimfahrt. Wir haben 22.02 Uhr, der Otto wird den Bordcomputer mit berücksichtigen. Ich berücksichtige den Bordcomputer und wir machen uns auf den Weg. Der Jürgen muss jetzt noch laden. Er hat beim Abendessen nicht geladen, aber er sagt, es ist kein Problem, er hat Zeit. Der Thorsten ist schon weg. So, wir warten noch, bis der Otto auch hinter mir ist, damit wir wirklich gleichzeitig loslegen. Ne? Okay, 22.03 Uhr ist Start. Otto darf so schnell fahren, wie er möchte. Und ich werde so 120, 130 fahren, je nachdem, wie der Akku auch ausreicht. Und dann schauen wir mal, ob ich es bis nach Fulda schaffe. So, wir sind gerade gestartet. 3 Kilometer habe ich bisher absolviert. Der Otto ist noch hinter mir, der sollte mich gleich überholen. Ich glaube, von hinten sehe ich ihn schon heraneilen. Ich werde also jetzt, wie gesagt, so zwischen 120 und 130 fahren. Und der Otto 170, 180, vielleicht nochmal 190. Er hat also jetzt freie Wahl. Wir wollen mal ausprobieren, wie hoch ist denn der Expresszuschlag. Da kommt er angeflogen. Also, das sieht schon geil aus, das Auto, auch von hinten.
die Leuchtgrafik, also der IONIQ 5N, doch, das ist schon eine sportliche Kiste. Eine geile Karre, wie man so schön sagt. Da rollt er vielleicht so, Michael, ich bin der Ladesäule, weil wir vor dem LKW alles verpackt gehabt haben bei einer Einfahrt. Okay. Ah, das ist ja auch noch ein Problem. Hoffentlich bleibst du nicht hängen, ne? Musstest du einen verscheuchen oder ging's? Er steht an der Ladesäule. Okay. Er steht an der Ladesäule. Okay. Also wir haben jetzt 13 Kilometer müsste der Vorsprung haben. Mal sehen, wann wir dort vorbeikommen. Ja, aber in 10 Minuten 80, an 9 Minuten 80. Ah, okay. Ja, das musst du erstmal wieder zufahren. Ja, ne? Derzeit, wo wir... Ich bin schon auf 61. Ich lade noch immer mit 210. Ah, okay, das geht ja noch. Ja, und meinst du, 70 reicht nicht? 70 ist zu wenig, weil ja. Ich bin jetzt erst auf 173 Kilometer und wenn ich weiter gas, dann geht sich das nicht aus. Ja, hast recht. Das war er. Das war er und jetzt wieder schon ausgebremst. Jetzt sitzt da schon ein Otto im Auto und tobt. Das war er gerade. 42 Kilometer habe ich noch, Otto. Ich habe 33. Ja, das sind schon mal 9 Kilometer. Habt ihr gleich das Ziel angegeben oder fährst du heim und Otto zum Rhönhof? Nee, wir fahren beide gleich. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Zeit er rausholen kann. Wobei 3 Minuten durch blockierte LKW, also verloren hat. Das muss man dann auch im Video entsprechend berücksichtigen. Er, weil bei der Ausfahrt standen die quer und er konnte nicht rausfahren. Also kann man sagen, 6 Minuten nach 12 bist du angekommen, korrekt? Genau. Okay, ich bin immer noch im Tunnel. In 100 Metern erreichen Sie Ihr Ziel. Wir sind angekommen, wir haben, wie erwartet, 12 Minuten nach 12. Wir haben also rund 6 Minuten effektiv verloren, 3 Minuten im Sinn, weil der Otto da diese Probleme hatte. Oh. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Also 0:13. 0:13 fahre ich an die Ladesäule. Das sind 7 Minuten. Okay, wir sind angekommen, 232 Kilometer. Die Zeit stimmt nicht, weil wir schon Standzeit vorher hatten. Haben 25,7 Kilowattstunden laut dem Bordcomputer. Und jetzt schauen wir mal beim Otto, was bei dem auf dem Bordcomputer steht. Achso, und 5% haben wir noch im Akku. So, wir haben 230,8 Kilometer, sogar ein bisschen weniger als ich. Wie geht denn das? Keine Ahnung. 37,7 Kilowattstunden und noch 2% im Akku. Der Otto schließt jetzt mal an und dann wird bis 80% geladen. Jawohl, da habt ihr es gesehen. Also ich sehe es danach, ich habe irgendwas um die 72 Kilowattstunden hat er jetzt reingeladen. Ich kriege vom Otto auch noch den Screenshot, 71,282 in 25 Minuten. Also das ist schon eine beeindruckende Ladeleistung. Ne? So, und jetzt gucken wir noch bei mir, ich müsste auch gleich fertig sein. So, wir sind bei 79%. Müsste auch gleich Schluss sein. Wir können jetzt schon sagen, selbst die letzte Ladung habe ich natürlich weniger Strom verbraucht oder nachgeladen als der Otto. Und er hat ja noch zwischendrin mal geladen. Also das ist schon, boah, das ist schon ganz, ganz schön üppig, was da an Expresszuschlag oben drauf kommt. Man hat es ja auch am Bordcomputer schon gesehen. So, wann haben wir die 80 erreicht? Da haben wir die 80%, 70,3, also auch noch eine Kilowattstunde jetzt weniger nachgeladen. Ich lasse aber noch ein bisschen weiterladen. Aber da rechnen wir dann zu Hause aus, wie hoch der Expressausschlag wirklich war. Also, oder erstmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast und jetzt auch diese, ja, wilde Harz will ich nicht nennen, aber doch flotte Fahrt noch unternommen hast, mit 2% angekommen. War es hektisch für dich? Nee, jetzt beim Runterfahren, also das Schnellfahren, ich bin, glaube ich, einmal irgendwo 180 gefahren, aber meiste Zeit irgendwo 170 und dann war ja meiste Zeit Geschwindigkeitsbeschränkung 130, 120, 100 Baustellen und da bin ich genauso schnell gefahren wie du. Also war nur immer zwischendurch, wo ich mal 170 gefahren bin. Und am Schluss jetzt, also sprich da von oben runter, wo du deine Teststrecke hast, da bin ich ja nur mehr im Schnitt, glaube ich, 100 gefahren, mehr nicht, weil ich bin mit 2% angekommen. Ja. Würdest du sagen, wir haben jetzt einen Expressaufschlag, wahrscheinlich irgendwas zwischen 20, 30 Kilowattstunden. Lohnt sich das auf so einer Strecke? Du konntest auch nicht im idealen Fenster laden, muss man auch sagen, weil du zu früh an die Ladesäule musstest, hast jetzt so ungefähr 10 Minuten rausgefahren. Macht das Sinn oder würdest du sagen, dann doch lieber gemächlich? Ja, ich glaube Sinn. Ich versuche immer mitzufließen, ein bisschen schneller, wenn es frei ist. Und das macht halt Spaß. Also Sinn, Unsinn, ja, wie viel Euro sind es um? Ich gehe nicht ins Wirtshaus. Ja, okay, also mit anderen Worten der Spaß. Aber also wirtschaftlich macht es keinen Sinn, ne? Ja. Weil 10 Minuten nee, und dann das macht... Wirtschaftlich nicht und auch von der Zeit nicht wirklich. Also das ist egal, aber macht halt Spaß, dahin zu kletten. Okay,
Also Otto, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Willst du noch ein Schlusswort loswerden? Auf jeden Fall lasst ein Follow beim Stilo oder auf Twitch da oder auf YouTube. Und ansonsten, letzter Satz von dir. Dann fahren wir wieder. Der Kerl hat immer noch nicht genug, muss morgen wieder 800 Kilometer fahren. Wo ist die Luzi? Ja, die ist jetzt. Ah, die ist schon ins Hotelzimmer. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ich werte das jetzt zu Hause aus. Also es geht zu Hause mit der Auswertung weiter. Das war es also vom Otto und vom Michi vom Rönhof in Eichenzell mit den beiden IONIQ 5N echte Raketen. Auswertung jetzt zu Hause im Büro. Hier sind wir dann auch schon in der Auswertung. Wie im Video bereits dargelegt, der IONIQ 5N von Hyundai, der Testwagen, wurde auf der Fahrt zum Nürburgring mit Assistenten verwandt. Gleiche Geschwindigkeit wie beim IONIQ 5N vom Otto. Der Otto hat auf Assistenten verzichtet. Und man muss ganz klar zum Ergebnis kommen, es gab keinen messbaren Unterschied. Das sind Variationen. Der Otto hatte auch die Luzi noch im Auto, also das Auto war ein bisschen voller bepackt. Dann hat er vorher noch ein bisschen klimatisiert, wo wir in Eichenzell standen. Also das hier sind auf jeden Fall Toleranzen und ich komme zum Ergebnis, ob man jetzt mit Assistenten fährt oder der Fahrer das selbst steuert, wenn er ein bisschen gefühlvollen Gasfuß oder Stromfuß hat, das macht bei heutigen Autos wie dem IONIQ 5N keinen Unterschied. Einen sehr großen Unterschied hatten wir dann aber bei der Fahrt, wo der Otto mit 160 bis 180 fahren durfte, solange das der Akkustand noch hergab. Und meiner Fahrweise mit 120 bis 130, wo wir also vom Nürburgring zurück nach Eichenzell zum Rönhof gefahren sind. Ihr seht das hier, er hat aus unerfindlichen Gründen sogar ein bisschen weniger Kilometer gefahren. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein Messunterschied. Dann habe ich laut Bordcomputer 25,7 Kilowattstunden verbraucht auf 100 Kilometern. Der Otto 37,7 Kilowattstunden. Laut Ladesäule waren es dann bei mir 70,4 Kilowattstunden. Ich musste nur einmal am Rönhof in Eichenzell laden, bin dort mit 5% angekommen, musste hinten raus dann auch schon ein bisschen aufpassen, ne? Damit der Akkustand nicht so niedrig wird. Und der Otto hat 100,8 Kilowattstunden bei seinen beiden Ladevorgängen tatsächlich ins Auto geladen, laut Ladesäule. Da muss man auch sagen, hinten raus, so die letzten 20 Kilometer schätze ich mal, musste auch ein bisschen mit dem Akkustand haushalten. Da konnte er also auch nicht mehr so frei fahren, wie er wollte. Er hatte dann auch noch Probleme mit LKW. Ihr habt das ja im Video mitbekommen. Das hat dazu geführt, dass er da auch ein bisschen Zeit verloren hatte und noch ein bisschen mehr Stress hatte. Der Otto nimmt es gelassen. Mich hätte schon wieder aufgeregt. Und auch die Fahrerei bei relativ dichtem Verkehr. Ne? Da fährt einem immer wieder jemand vors Auto, wenn man deutlich schneller ist als der Rest. Also, mir wäre es zu stressig. Mal ganz abgesehen davon, dass sich daraus ein Mehrverbrauch von 30,4 Kilowattstunden ergibt. Also ein Mehrverbrauch, der ungefähr tatsächlich auch mit dem Bordcomputer-Mehrverbrauch korrespondiert. Ich habe mit dem Taschenrechner 13,2 Kilowattstunden rund ausgerechnet. Mehrverbrauch auf 100 Kilometern. Und ihr seht das hier, 12 Kilowattstunden hat der Bordcomputer vom IONIQ 5N ausgerechnet bei den beiden Fahrzeugen. Also, das passt auch an dieser Stelle, ist plausibel. 14,90 Euro. Kostete dieser wilde Hatz den Otto mehr, wenn man 49 Cent je Kilowattstunde mal zugrunde legt. Ne, das ist dieser 5,99 Euro Passport von IONITY, was natürlich immer noch zu viel ist. Und dann noch der Abo-Preis, aber egal, das ist ein anderes Thema. Dann sind wir beide um 3 Minuten nach 10 losgefahren. Ankunft vom Otto war um 0.06 Uhr, Ankunft von mir war um 0.13 Uhr, also 7 Minuten war er schneller. Nimmt man die Probleme mit den LKWs raus, weil das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dann hätten wir 10 Minuten Zeitvorsprung und das ist es in meinen Augen für mich persönlich nicht wert. Für einen Otto ist es das wert, der hat Spaß an diesen Fahrten, der hat Spaß, wenn er ein bisschen zügig fahren kann. Ich habe auch Spaß, wenn ich zügig fahren kann, aber bitte möglichst stressfrei. Und das war an dem Abend, denke ich, schwierig möglich. Und die Probleme da auf dem Rastplatz, wo die Ladesäulen standen, die kann man sich halt einfangen, wenn man einmal zusätzlich laden muss. Ne? Also ist auch nicht ganz unrealistisch das Ganze. Für mich, ich komme zum Ergebnis, Assistenten einsetzen, ist eigentlich egal, ob man es macht oder nicht. Ich fahre immer mit Assistenten, weil es einfach deutlich bequemer ist. Es sei denn, ich fahre flott, dann fahre ich auch händisch, ohne die Hilfe von den elektronischen Helferlein. Und was das richtige Schnellfahren angeht, das wird keinen überraschen, das lohnt sich. Nur ein bisschen, was die Zeit angeht und lohnt sich überhaupt nicht, was die Energiekosten angeht. Also so eine Strecke fährt man besser, ja, mit 130. Wobei man auch nochmal dazu sagen muss, habe ich vergessen zu erwähnen, der State of Charge, als der Otto zur ersten IONITY-Ladesäule fahren musste, der war natürlich deutlich zu hoch, würde man im Alltag nicht so machen, wenn man nicht aufgrund dieser Abo-Modelle von den Ladetarifanbietern in Geiselhaft genommen würde und wenn man einfach, wenn der Akku relativ leer ist, zur nächstgelegenen Ultraschnellladesäule fahren könnte, dann könnte man viel entspannter so einen Trip planen und wäre da dann sicherlich auch nochmal,
ja, vielleicht 5 Minuten schneller, als das jetzt der Otto geschafft hat. Also, das war dann der Test von der Luzi, vom Otto und von mir. Nochmal vielen Dank an die beiden, dass sie den Spaß mitgemacht haben. Ob ihr jetzt da sinnvolle Schlüsse rausziehen könnt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Bitte schreibt es nochmal unter das Video, ob das Sachen sind, die euch so interessieren. Der Mehrverbrauch bei höherer Geschwindigkeit wird vermutlich keinen verwundern und auch die Tatsache, dass es da nicht ganz so hohe Zeitersparnisse gibt. Okay, das war's für dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.